Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer Folge von Little Nightmares 1. In der letzten Folge haben wir das einzige Alleinstellungsmerkmal von Mr. Langarm weggenommen, nämlich seine Arme. Und ich frage mich ja, ob seine Arme das einzig lange dran sind oder ob das einfach eine Mutation sind, dass alles, was von ihm weghängt, irgendwie verlängert ist. Und ich vermute irgendwie, dass weil wir seine Arme jetzt abgeknubbelt haben, dass er das irgendwie seinen Freunden erzählt und das wäre nicht so geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Oh, cool. Kann man sich da einfach ranhängen, bitte? Ja, danke. Wir sind einfach ein Möbelstück. Kennt man doch, oder? Oh, da liegt irgendjemand Totes und ein Schuh liegt auch daneben. Aber ist mir egal, Leute. Ist mir so egal. Ich will hier einfach nur Achterbahn fahren. Achterbahn des Todes macht immer wieder Spaß. Ich bin viel zu happy. Ach, komm mal, jetzt sieht man doch schon, wo wir hinkommen. Das da hinten ist ein Koch. Hundertprozentig ist das ein Koch. Wir kommen jetzt zum Koch. Bei Mr. Langer hat er mich auch, dem auch schon gesehen gehabt. Davor. Ey, aber ich bin doch irgendwie viel zu fröhlich in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich finde das alles sehr nett hier. Für mich ist es auch immer noch kein Horrorspiel. Nein, nein. Ich habe nicht für ein Horrorspiel bezahlt. Und ich rede mir jetzt auch so lange ein, dass es kein Horrorspiel ist, wie ich kann. Damit das schon mal klar ist. So, was gibt's ansonsten zu erzählen, Leute? Der Kommentar des letzten Videos kam auf jeden Fall von Fox. Denn da drin meinte er, was ist das größte Mysterium? Und dann 40 Minuten danach, als er das geschrieben hatte, hat er noch geschrieben, dass Düsi keine 1 Million Abos hat. Das fand ich sehr, sehr nett. Danke, Fox, war auf jeden Fall wieder Hunger. Kann ich in die Mäuse fallen und sterben? Nein, warum nicht? Ich will nicht mehr hungrig sein. Ich will einfach nicht mehr hungrig sein und einfach sterben, bitte. Ja, und ich stimme da den Fox voll und ganz zu. Wieso habe ich keine 1 Million Abos? Vielleicht ja, weil 70% von den Leuten, die bei mir gucken und Wiedergabezeit machen, nicht abonniert haben. Leute, was ist los bei euch? Abonniert mal bitte. Oh, die arme Ratte. Ratte, kann ich dich bitte einfach befreien? Das lebst du noch? Lebt noch, ne? Ihhh! Nein, ist sie doch nicht auf! Oh mein... Das ist ekelhaft. Die Musik, ey... Scheiße, ist das ekelhaft. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir die Ratte essen. Oh, die arme Ratte, du kannst doch nicht einfach eine Ratte essen. Du befreist sie aus ihrer misslichen Lage. Also, die wäre hier sowieso gestorben, aber du kannst sie doch nicht einfach fressen. Und ich habe aus den letzten Folgen gelernt, Leute. Ihr wolltet, dass ich häufiger mal hier das Feuerzeug anmache. Und deswegen mache ich das jetzt auch häufiger an. Weil YouTube denkt, ja, der Dizzy, der hat nicht einen groß genug Kanal. Sagt man das so? Der hat keinen groß genug Kanal, dass er... dass wir ihnen eine gute Rendermöglichkeit geben und deswegen machen die alles, was schwarz ist und dieses Spiel ist leider sehr, sehr dunkel, stellen wir einfach richtig behindert dar, denkt sich YouTube so. Oh, hier ist auch schon wieder Blut. Kommen wir jetzt in die Küche? Hallo? Ich habe ein bisschen Hunger. Da wäre doch so eine Küche eigentlich ganz gut. Glaube ich. Also ist das hier so eine Art Hotel? Nee, das macht auch keinen Sinn. Dieser Mr. Langarm, den wir letztes Mal getötet haben, ist übrigens der Janitor gewesen. Also da habe ich auch eine Karte bekommen. Und Janitor heißt ja, soweit ich weiß, Hausmeister. Das heißt, wir haben den Hausmeister getötet. Und jetzt kommen wir halt, meines Wissens, in die Küche. So ein bisschen Ratatouille-mäßig werden wir vielleicht drauf sein. Das wäre witzig, wenn wir die Ratte sind, die jetzt den Koch hier lenkt. Oh, ich höre ihn aber auch schon. Oh nee, wieso höre ich ihn denn schon? Ich höre seine Schwerter wetzen. Oh... Okay, warte. Können wir hier unten vielleicht rein, damit er uns nicht sofort sieht? Das ist nett. Da ist er. Wie die immer aussehen, das ist richtig ekelhaft. Du Fettsack, erstmal ein bisschen weniger. Was ist mit seinen Augen und was ist überhaupt mit allem? Ey, was hat er für ein wabbeliges Scheißgesicht? Bin ich der Einzige, der dieses ganze Spiel oder dieses ganze Design von den Leuten hier an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert? Wir schauen dir jetzt übrigens mal ein bisschen zu, was er so macht. Das habe ich bei dem Janitor nicht gemacht. Und habe ich im Nachhinein bereut. Aber ich glaube, das ist alles, was er macht. Er schneidet halt sein Fleisch und packt es da hinten in die Suppe. Das sieht ja erstmal ganz nett aus. Und von den Kindern kann ja eigentlich so ein großes Fleisch nicht kommen. Aber er sieht richtig eklig aus. Oh mein Gott. Tja, wie kommen wir an ihn vorbei? Einfach vorbeilaufen? Ich schleiche mich mal ein bisschen an ihn vorbei. Er kriegt das schon nicht mit, dass ich hier bin. Nee. Ja, du hast ein Messer, ne? Aber ist mir egal. Ich bin mutig und laufe einfach an dir vorbei. Der sah ja bisher ganz nett aus. Er könnte eventuell meine Fußspuren... Er hat meine Fußspuren gesehen. Wieso hat er meine Fußspuren gesehen? Wie groß... Warum? Er hat aber meine Fußspuren gesehen. Das ist voll nicht cool. Tschüss. Warum sind die denn immer so hinter mir her? Okay, aber er checkt gar nichts. Ja, habe ich schlau genug gemacht. Dann lass mal ein bisschen laufen. Wir sind ja auf leisen Sohlen unterwegs. Hallo, ihr Numbusse. Ihr komischen... Tauts, ich folge euch einfach mal, ja? Oh Gott, ich hab gehört, wie er in diesen Raum gekommen ist. Da hinten ist er. Ich weiß leider absolut nicht, wo ich hin muss. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Oh, damn.
Kommst du jetzt hoch? Warum solltest du hier hochkommen? Eduardo, mach dein Fleisch weiter. Ja, das ist gut. Und du kommst jetzt auch nicht... Jetzt pögelt er seinen Fisch, oder was? Wieso kommst du jetzt auf die Idee, deinen Fisch zu pögeln? Nennt man pögeln, oder? Ich glaube schon. Ja gut, wir brauchen einen Schlüssel, damit wir hier weiterkommen können. Ich habe Angst, dass er uns irgendwie riecht, weil Köche können auch bestimmt gut riechen. Ah, Schlüssel. Also wir können da hinten, glaube ich, hochklettern. Er weiß dann auf jeden Fall, dass wir hier sind. Ich bin gar nicht hier. Hat er mich gesehen? Okay. Tja, hier oben kommst du nicht hin. What the fuck, ey? Ja, jetzt weiß er auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich bin so eine Art Ratte für ihn, nicht wahr? Wie er mir hinterher guckt! Das ist richtig eklig, wenn man sowas hat. Ich bin wirklich wie eine Ratte. Das hatte ich auch in meinem eigenen Haus. Die Ratten sind richtig schlau und laufen dann immer... die laufen dann wirklich immer da oben einfach lang und du kannst nichts machen. Du weißt, wo sie sind. Du weißt, dass sie zwischen den Wänden leben. Aber du kannst sie nicht fangen. Das ist richtig ekelhaft. Wenn wir richtig cool wären, dann würden wir einfach seine Suppe jetzt versalzen. Dadurch wird er bestimmt wütend. Komm, wir versalzen mal seine Suppe. Vielleicht treffe ich ja. Mit Brot! Nee, schade. Aber jetzt, einmal werfen. Ich treffe die Suppe nicht. Okay, dann wird das nichts, Leute. Das wird nichts mit der Suppe. Wir können die Suppe leider nicht verfischen. Hallo? Warum kann man hier durch? Das Klo ist hier mit einer Suppe. Mit einer Suppe, mit einer Seife. Hier schläft irgendwer. Wohnt hier die Oma oder so? So laut. Bist du das Wahnsinn, so laut zu sein? Da schläft halt wirklich jemand. Das ist alles ein bisschen märchenhaft, finde ich. Also der hat doch garantiert den Schlüssel, den wir brauchen. Ich würde gerne wissen, was das für ein... Das ist einfach nur ein Schwein oder was? Ganz ruhig, kleines Schwein. Da oben ist der Schlüssel. Okay, wie kommen wir denn jetzt an diesen Schlüssel ran, ohne dass der Typ hier aufwacht? Das ist alles so märchenhaft. Ich finde das richtig schön, dass das alles so märchenhaft ist. Du hast gar nichts gehört, hast du? Gar nichts hast du gehört. Und du siehst mich auch gar nicht? Oh mein Gott. Ist das der Sohn vom Koch? Ist das auch der Koch? Aber ich glaube, das war gut, dass er jetzt weggelaufen ist. Dann können wir uns hier einfach den Schlüssel eventuell holen. Gib mal her. Ja, ja, finde ich ganz gut. Danke. Mach nicht so viel Geräusche, Schlüssel. Und dann sind wir doch schon mal gut dabei. So, jetzt ist die Frage, wo ist er hin? Ist er schon runtergefahren? Ah, oder ist er auf Klo gegangen? Das kann natürlich auch sein. So oder so, ich laufe einfach in den Fahrstuhl rein. Mir egal, was er macht. Ich gehe in den Fahrstuhl. Tschüss. Mister, ich weiß nicht, wer Sie waren. Der war doch garantiert jetzt einfach auf Klo. Ich hätte vielleicht nachgucken sollen, um sicher zu gehen, aber keine Lust, Leute, gar kein Bock. Oder ist er auf diesem Klo? Wo ist er denn jetzt? Was ist denn das hier überhaupt? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ganz auf die rechte Seite. Ja, und den Schlüssel rein da, auf da und weiter geht's. Das war jetzt nicht allzu krass. Hier fühle ich mich auch nicht wirklich sicher. Was ist denn das auch für ein komischer Ort? Ah, das ist so eine Fleischmaschine, ne? Da kommt oben... Das große Fleisch rein und dann auf der rechten Seite kommt das gehäckselt wieder raus. Sowas wird das sein. Ich könnte mir gut vorstellen. Ich habe halt Angst, dass er wirklich kommt, ne? Aber guck mal, hier ist er sogar zugesperrt. Er kann hier gar nicht reinkommen. Von drinnen müsste das hier jemand aufmachen, damit er überhaupt reinkommen kann. Aber er ist nicht mal nah. Na gut. Dann. Oh, meint ihr, wir können ihn da durchknubbeln? Durch den Fleischwolf? Das wäre richtig geil. Wir aktivieren das auf jeden Fall einfach mal. Ja, da kommt Fleisch. Wenn wir wieder loslassen, dann geht das Gehäcksel los. Aber man muss selber häckseln. Okay, das macht natürlich Sinn. Und dann kommt da geile Würstchen raus. Oh, wir helfen ihnen sogar. Also wenn er uns jetzt nicht mag, dann weiß ich auch nicht. Lift bitte nach oben. So, und jetzt sind wir erstmal ein bisschen Tarzan, wie es aussieht. Upp. So, das kann garantiert runter, genau. Awesome. Fleisch auf die Ablade. Fleisch da rein. Perfekt. Und die zweite Wurst kommt hier raus. Vielleicht auch noch die dritte? Ne, für die dritte langt's nicht. Oh mein Gott, wie viel soll ich denn da an Fleisch holen? Okay, also ein bis zwei brauchen wir auf jeden Fall noch. Dann mal gucken, ob wir noch ein bisschen Fleischvorrat da oben haben, die wir nutzen dürfen. So, was sieht denn noch so aus, dass das einfach herunterfällt? Ich glaube, hier haben wir nichts mehr, oder? Da ist auf jeden Fall eine Ratte. Und nein, nee, ey! Wehe, du frisst meinen Freund. Boah. Ah, hier liegt noch ein Fleisch rum. Oh, ich bin so eine Blindschleiche. Holy shit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Fleisch jetzt langt. Aber ich vermute, dass wir noch eine Fleischwurst brauchen. Blub, 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 blub. Könnte das was werden? Doch, oh, man kommt ran. Okay, das ist natürlich nice. Dann keine Ahnung, was das mit der Ratte sollte. Das hat schon mal funktioniert. Nice, nice, nice. Aber irgendwie, Mr. Langarm war schon krasser. Oder nicht? Jetzt als... Dieser komische Koch hier. Weil der ist ja jetzt nicht wirklich hinter uns her. Wir sind zwar irgendwie ungeziefer für ihn.
Aber so richtig juckt ihn das nicht. Vielleicht isst er das Essen, das er macht, auch nicht selber, sondern gibt das einfach nur seinen Kunden. Und deswegen ist ihm das egal, ob hier Ungeziefer rumläuft oder nicht. Irgendwie juckt ihn das halt gar nicht. Wir brauchen schon wieder einen Schlüssel, okay? Ey, wenn er da jetzt nach oben an... Ja, war so klar, es war so klar, dass er da einfach drin ist. Ich versteck mich dann mal, ne? Tschüss. Brauchst du ein bisschen Fleisch aus deiner Kühlkammer? Ja, ja, nimm ruhig mit. Aber nimm nicht mich mit. Na, oh nee. Ist nicht dein Ernst. Was, ja, was ist denn da drin? Nimm halt die Sachen da drin raus und dann ist gut. Käse, oh ja, lecker Käse. Ich hätte auch gern Käse. Aber du weißt ja zum Glück, dass hier unten nichts drin ist, gell? Du, das weißt du ja. Bist ja kein Vollidiot. Richtig, richtig. So, ich glaube, ich laufe einfach mal weg. Ja, ja, ich laufe einfach mal weg. Tschüss. Ich hoffe, er... Ja. Ich hoffe, er hat nicht den Schlüssel, den ich brauche. Bye, bye. Du findest mich nie. Und wehe, du holst sofort den Fahrstuhl wieder. Nein, natürlich holt er sofort den Fahrstuhl. Okay, ich nehme das zurück. Mit Mr. Langarm, dass der krasser war. Jetzt kommt der hier nach oben oder was. Ich bin hier einfach eingesperrt. Ich kann einfach gar nichts machen. Ich kann nur warten, dass er hochkommt. Ach, scheiße. Ich habe mich selbst eingesperrt. Ich glaube, links hätte ich sowieso nicht lang gekonnt. Ich frage mich aber immer noch, ob das immer derselbe Koch ist oder ob das verschiedene Köche sind. So, er ist auf jeden Fall groß genug, dass er da aufmachen kann. Das ist sehr nett. Danke, dass du die Küche aufmachst. Wir folgen ihm einfach mal und hoffen, dass er nichts merkt. Oh ja, Fleisch. Fleisch ist schon geil, ne? Ja, ja. Finde ich auch sehr gut. Digga, er ist auch richtig brutal drauf. Oh ja, nimm schön auseinander. Ey, das ist so... Das ist voll nice gemacht. So von den Animationen her. Und wie das alles aussieht. So, sehen wir irgendwann Schlüssel, Leute. Das ist doch mal wichtig. Schmeckt er das gerade ab? Was macht er da? Hä, massiert er sein Fleisch? Was macht er da? Ich finde das sehr befremdlich, was er da macht, okay? Ich finde das sehr befremdlich. Was würde eine Maus in meiner Situation tun, um nicht entdeckt zu werden? Würde ich jetzt einfach hier hinten an ihm vorbeischleichen? Ist das eine Idee? Ist eine gute Idee, oder? Ich finde, das ist eine super Idee. Da kommt er nie drauf. Da. Da links. Oh. Er steht einfach genau vor uns. Oh mein Gott. Da links ist auf jeden Fall wieder eine Klappe. Das ist unser Ausgang. Da müssen wir hin. Und da ist auch der Schlüssel. Okay, wir müssen ihn hier rauslocken. Und dann den Schlüssel holen. Oh Mann, warum hat er den Schlüssel dabei? Okay, er fummelt wieder in seinem komischen Zeug darum. Wir gehen so lange in den nächsten Raum und gucken, ob wir ihn hier irgendwie ablenken können. Können wir auf jeden Fall. Wir haben hier Dosen und alles. Aber ich glaube, ich drücke einfach das Ding hier rein, nicht wahr? Und dann laufe ich ganz schnell weg. Achtung, dein Fleisch, Achtung! Ja, ja, mach mal lieber was, dass dein ganzes Fleisch nicht hier kaputt gehäckselt wird. So, und wir müssen schnell den Schlüssel mitnehmen. Ohne, dass er uns bemerkt. Weil wenn er uns bemerkt, dann sind wir richtig am Arsch. Wir müssen hier ganz schnell weg, bevor er wieder reinkommt. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir runter. Das wird er garantiert hören. Ja, hat er gehört. Aber macht nichts. Wir haben ja den Schlüssel. Mach auf den Scheiß. Er muss jetzt erstmal mit seinem Fahrstuhl hier runterkommen. Wie auch sofort den Fahrstuhl ruft. Das ist richtig assig. Dann mach auf, bevor er ankommt. Mach die Tür auf. So, okay. Jetzt aber schnell. Was tun? Die rechte Seite ist garantiert zu. Machen wir hier auf. Und da müssen wir jetzt auch schnell rein, bevor er uns bemerkt. Da rein. Tschüss. Lol. Oh nein. Ach, das ist diese Müllklappe. Lol. Ja, okay. Hier sind wir doch erstmal safe. Müllklappe finde ich gut. Da haben wir noch eine Magdalene. Hier wird er ja garantiert nicht runterkommen. Hallo? Das wäre richtig strange. Schön gegen den Pömpel hier. Sehr, sehr gut. Der ist voll gruselig, der Typ. So, aber wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Ich weiß gar nicht, was damit passiert mit diesem ganzen Müll. Wird er irgendwann abgelassen und dann wird er zerhäckselt oder was? Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ah, vielleicht kann man hier rausklettern. Ja, ja, das sieht gut aus. Ein Glück sind hier überall diese Luftschächte. Was sind das für komische Sachen, die da rumliegen? Sind das alles Spinnenweben? Ah nein! Ach so, er wäscht hier ab. Okay, das macht Sinn. Und es sind mehrere Köche, jetzt wissen wir das endlich. Die sind aber fleißig. Das ist schon wieder süß, wie die hier abwaschen. Ah, süß, waren sie zu zweit. Als wenn sie so ein altes Ehepaar wären. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht hochgehen, ich bin doch kein Vollidiot. Bye bye. Oh, ich muss hoch, weil hier natürlich wieder zu ist. Wäre ja auch zu schön gewesen. Na gut, dann einfach mal hoch. Was soll schon passieren? Ach, er sieht mich einfach instant. Alles klar, ich verkriech mich wieder bei der Kanalisation. Hä, was haben die denn für ein gutes Gehör? Die waren doch da mit ihrem Geschirr am rumklappern.
Und jetzt tut er so, als wäre da hinten was zu tun hätte. Ja, ja, ist klar. Oh, guck mal, hier können wir auch noch durch. Aber jetzt ist dieser eine Koch da so blöd. Wir können es auf jeden Fall unter den Töpfen da verstecken. Das sieht an sich eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich werde dann mal ganz schnell rüberlaufen. Hier sieht das doch schon mal ein bisschen safe aus, wenn der jetzt irgendwann mal weggeht. Aber wo als nächstes hin? Das ist die Frage. Wir könnten unter den großen Tisch. Hätten wir dann aber auch sofort eigentlich hingehen können, oder? Wo ist denn jetzt der andere Koch hin? Ja, soll ich einfach loslaufen oder was? Der sieht mich doch locker. Okay, der eine geht weg, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber der andere sieht mich doch locker, wenn ich hier rüberlaufe. Oder auch nicht? Ah, nee, sieht gut aus. Ich werde sogar noch ein bisschen durchgewäschert hier. Das ist auch alles gar nicht so schlecht. So. Ich glaube, da ganz vorne rechts konnte man auch hin, oder? War das nicht so? Hier? Ja, ja, genau. Habe ich mir gut gemerkt. Sehr gut. Sehr gut, Dizzy. Sehr gut, Dizzy's Brain. Und dann ab in den nächsten Raum. Ohne viele Geräusche zu machen. Nein, nein, da hat nichts geknackst. Das war eine Fliege. Ja, ja, eine Fliege war das. Die haben so gute Ohren, das ist unfassbar. Und wieso gucken die immer sofort nach? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Haben die aber geschlammt. Haben die einfach einen Teller kaputt gemacht. So, da oben ist wieder irgendein Schalter. Den werden wir garantiert benutzen müssen. Probieren geht über Studieren. Let's go. Mal gucken, was es tut. Ah, das macht, dass die Dinge in die andere Richtung gehen. Wir müssen uns wieder verstecken, wieder verstecken, wieder verstecken. Ja, ja, hier ist gar nichts. Dreh das Ding mal wieder um. Ja, ja, mach du mal. Mann, geh doch einfach weg. Wie er auch überall hinguckt. Ah, ich weiß, warum wir das machen mussten. Wir müssen uns oben da langhangeln. Vielleicht muss ich hier die Töpfe hoch, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Doch, ach, als ob hier geht das plötzlich, oder was? Ah, und von da oben kommen dann die Haken. Ja, okay, das macht mehr oder weniger Sinn. Komme ich da einfach rüber, ohne zu viele Geräusche zu machen? Ich glaube ja nicht. Doch, oh, okay, das ging ja einfacher als gedacht. Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder hier oben. Da links war diese Klappe für den Müll. Und jetzt, ohne dass sie uns hoffentlich sehen... Oh mein Gott, ja genau, jetzt geht das hier runter. Nein, ihr habt das gesehen, sie haben uns beide gesehen. Aber sie können nichts machen. Ihr seid halt einfach zu dumm für mich. Ey, guck mal, die laufen da raus? Wieso läuft er denn da raus? Oh, der will mich bestimmt irgendwo abfangen. Ja moin, aber ist mir... Nein, 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 nein. Wehe, du machst das. Wehe. Nicht bevor... Ah, er ist so dumm, den Knopf zu drücken. Nicht bevor ich auf der anderen Seite bin. Oh, okay, er will mich abfangen. Aber nope, ich lass los. So dumm bin ich nicht. Ja, ah, wir haben ihn einfach abfangen wollte. Nee, nee, nee. Okay, das ist ja jetzt wirklich richtig uncool. Oh mein Gott, sie wissen einfach beide, dass ich hier bin. Nee, 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 gar keinen Bock. Wo ist der andere? Ich hasse das, wenn mich Leute verfolgen. Ah! Okay, okay, okay. Schnell weg hier, bevor sie irgendwas machen. Bye, bye, Leute. Bye, bye. Wie sie mir hinterherwerfen. Chillt doch einfach. Ich bin doch schon weg aus eurer komischen Küche. Oh mein Gott. Es wäre so witzig, wenn sie sich selber daran gehangen hätten. Und dann runterfallen. Das ist so gruselig. Das ist voll ekelhaft vor allen, wenn die einen unter Zeitdruck verfolgen. So, das war die Küche. Ich fand Mr. Lang am trotzdem krasser irgendwie als die Köche. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Kapitel 4 dann beim nächsten Mal. Oh, wir sind jetzt draußen, ne? Das ist ja natürlich nice. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Das geht voll auf mein Herz, ey. Boah, ich hasse Horrorspiele. Aber auf jeden Fall, danke, bis zum nächsten Mal und tschüss.